Es gibt Verbrechen, die haben sich in das Gedächtnis der Deutschen eingebrannt. In ihrer Wohnung ist heute Nachmittag das 24-jährige Mannequin Rosemarie Nitribit tot aufgefunden worden. Kriminalfälle, die die Stimmung eines ganzen Jahrzehnts spiegeln. Es ist eine Doppelmoral und auch eine absolute Verklemmtheit. Verbrechen, die die Menschen zutiefst schockieren. Die Taten sind monströs gewesen und die Taten sind bestialisch gewesen. Verbrechen, die die Ermittler und manchmal auch den Staat selbst an die Grenzen bringen. Der Fall Schmücker ist eine Schande für den Rechtsstaat. 4 Jahrzehnte. 4 Verbrechen, die Westdeutschland geprägt haben. Unser erster Fall. Der Tod einer jungen Frau erschüttert die noch junge Bundesrepublik. Frankfurt. 1. November 1957. 2 Polizisten betreten ein Apartment. Sie sind gerufen worden, weil die Bewohnerin länger nicht gesehen wurde. Die Putzfrau macht sich Sorgen. Im Wohnzimmer finden die Beamten eine leblose junge Frau. Sofort ist ihnen klar, dieser Fall wird für großes Aufsehen sorgen. Denn die Tote heißt Rosemarie Nitribit und sie ist eine Prostituierte, die in höchsten Kreisen verkehrt. Das war ja der wirklich erste große Moralskandal der Bundesrepublik und der erste Fall, der so ein grundsätzliches Unbehagen an den gesellschaftlichen Verhältnissen auch gezeigt hat. Ja? Da leisten sich die besseren Herren eine Doppelmoral und bezahlen eine Prostituierte so gut im Grunde wie einen Vorstandsvorsitzenden eines Konzerns. Das hatte es vorher nicht gegeben und das war natürlich ungeheuer aufregend. Rosemarie Nitribit ist bereits zu Lebzeiten eine Legende in Frankfurt. Sie ist nicht einfach nur eine der rund 1200 Prostituierten, die sich in der Stadt durchschlagen. Ihr gelingt es, reiche und einflussreiche Männer zu faszinieren, die bereit sind, für Sex und Diskretion viel Geld zu bezahlen. Der Tod der erst 24-jährigen Edelprostituierten ist daher ein Skandal, der es sogleich in die Nachrichten schafft. In ihrer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ist heute Nachmittag gegen 17 Uhr das 24-jährige Mannequin Rosemarie Nitribit tot aufgefunden worden. Der Fall Nitribit steht bis heute für die prüden 50er Jahre. Eine Zeit, in der Ehebruch mit 6 Monaten Gefängnis bestraft werden kann. Prostitution ist offiziell verboten. Es ist eine Doppelmoral. Auf der einen Seite ganz bieder, Männer, die alleinstehend sind und jung sind, die dürfen abends keinen Damenbesuch bekommen in Pensionen oder anderen Örtlichkeiten, da wird dann genau drauf geschaut. Auf der anderen Seite gibt es aber eben natürlich Prostituierte, die besucht werden, vor allem von den Besserverdienenden, von Politikern, von anderen, gerade von den Leuten, die sagen, sowas darf es alles nicht geben. Rosemarie Nitribit erlebt nie die heile Familienwelt, die als Ideal der 50er Jahre vorherrscht. Der Vater verlässt die Familie, die Mutter ist Prostituierte. Das Kind kommt zu einer Pflegefamilie in die Eifel. Mit 11 Jahren wird Rosemarie vergewaltigt. 1944 von einem jungen Mann aus dem Dorf. Verurteilt wird er nicht. Er zieht als Soldat an die Front. Nach dem Krieg lässt sich die Jugendliche für Sex bezahlen. Von französischen Soldaten, die in der Gegend stationiert sind. Der Pfarrer meldet das dem Jugendamt. Von geschlechtlichen Ausschweifungen ist in ihrer Akte die Rede und dass sie sich wahllos mit Männern einlässt. Mit 18 geht Rosemarie Nitribit nach Frankfurt, der Wirtschaftsmetropole der jungen Bundesrepublik. Sie ist ohne Ausbildung. Sie erkennt, dass sie ihre Jugend und ihren Körper als Kapital einsetzen kann. In einer Zeit, in der Frauen oft als Sekretärin oder Verkäuferin arbeiten, wird sie zur Spitzenverdienerin. Sie hatte ja keinen Zuhälter, sie war selbstständig tätig im wahrsten Sinne des Wortes. Und von daher bricht sie auch mit dem Frauenbild der 50er Jahre. Ein Frauenbild, das sich auch in der Werbung zeigt.
Hier besteht kein Zweifel, wer der Herr im Hause ist. Und das wollen wir dann auch so haben. Kuchen macht uns Männer sanft und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir 5. Das neue Cabriolet der Nitribit kostet 18.000 Mark. Sie bestellt es sich in der Frankfurter Mercedes-Zentrale mit vielen Sonderwünschen. In einer Zeit, in der ein Arbeiter 6.000 Mark brutto verdient, pro Jahr, ist ihr zur Schau gestellter Reichtum eine Provokation. Wurden damit Begehrlichkeiten geweckt, die in einem Mord endeten? Die Kripo hatte sich relativ früh ja auch versteift darauf, dass es ein Raubmord war, keine Beziehungstat, und dass jeder, der zu ihrem Kunden- und Freundeskreis zählte und keine finanziellen Probleme hatte, automatisch unverdächtig war. Also eine sehr naive Sicht der Dinge. Die Polizei findet viele Fotos im Nachlass der Prostituierten. Sie werden über Jahrzehnte weggeschlossen. Auch einer der reichsten Männer seiner Zeit findet sich darunter. Harald von Bohlen und Halbach, Angehöriger der Krupp-Familie und Millionenerbe. Er hat sich offensichtlich verliebt in Rosemarie Nitribit. Er schreibt ihr Briefe und Postkarten aus aller Welt, nennt sie mein liebes Rehchen und bekennt seine Sehnsucht nach ihr. Sein Bild steht auf einem Schrank im Wohnzimmer der Nitribit und wird von den Ermittlern dezent entfernt. Da verschwindet ein Foto im Rahmen, das Harald von Bohlen und Halbach zeigt, das im Wohnzimmer steht, das der Leiter der Mordkommission erstmal einkassiert, damit keiner erfährt, wer da involviert sein könnte. Da verschwinden auch in den ersten Tagen die Liebesbriefe von Harald von Bohlen und Halbach. Immerhin, das Alibi des schwerreichen Industriellen wird überprüft. Es zeigt sich, dass von Bohlen und Halbach zur Tatzeit nicht zu Hause gesehen wurde. Die Haushälterin sagt zwar aus, sie würde es verspüren, wenn er abwesend wäre, begegnet ist er ihr aber nicht. Der Chauffeur kann nicht ausschließen, dass der Jaguar seines Chefs zur Tatzeit von diesem selbst genutzt worden ist. Später stellt sich sogar heraus, dass Fingerabdrücke des Krupp-Erben am Tatort auf einer Rotweinflasche gefunden wurden. Trotzdem streichen ihn die Ermittler von der Liste der Verdächtigen. Man musste sich in dieser Demokratie erst zurechtfinden. Und der Rechtsstaat war quasi noch in den Kinderschuhen. Und dementsprechend einfach war es auch für einflussreiche Leute, Dinge zu erreichen. Bei der Polizei, bei Ermittlungsbehörden. Hat sich ja bis weit in die 60er, sogar 70er Jahre gezeigt, dass es immer wieder vorkam. Und dieses Prinzip Prominente, für die gelten andere Gesetze als für Nicht-Prominente, das war damals absolut der Fall. Die Ermittler legen sich früh auf einen Verdächtigen fest. Heinz Pohlmann, ein enger Vertrauter der Nitribit. Mehrfach vorbestraft und immer in Geldnot. Pohlmann kommt in Untersuchungshaft. Er macht von dort aus sein Wissen zu Geld und verkauft seine Geschichte an die Zeitschrift Quick, die aus dem Hauptverdächtigen den Mann macht, der gemeinsam mit der Presse den Mörder sucht. Es nutzt nichts. Heinz Pohlmann wird angeklagt. Bei dem aufsehenerregenden Prozess zeigt sich, dass die Justiz die Vorzugsbehandlung für Promis fortsetzt. Auch während des Gerichtsverfahrens, als alle möglichen Freunde und Freundinnen und Freier unter Nennung der Klarnamen auch in der Presse vor Gericht gezerrt wurden, hat nie einer der Prominenten Aussagen öffentlich aussagen müssen. Vor der Polizei ja, aber immer sehr mit Samthandschuhen angefasst. Doch der nicht prominente Hauptverdächtige kann nicht überführt werden. Das Schwurgericht verkündet das Urteil. Es lautet im Namen des Volkes: Der Angeklagte Heinz Pohlmann wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens werden der Staatskasse auferlegt. Warum die Ermittlungen nie wieder aufgenommen worden sind nach 1960, ist für mich ein Rätsel. Aber es hängt vielleicht auch einfach mit dem Zeitgeist zusammen. Es gibt ein Zitat oder ein Kommentar aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Zum Ende des Prozesses und nun möge sich die Aufmerksamkeit verflüchtigen. Das heißt, man hat sich auch gewünscht, dass jetzt endlich Schluss ist.
Doch es ist noch nicht Schluss. Die Geschichte kommt ins Kino. Das Mädchen Rosemarie. Pardon, ich wollte Sie zu einem Tanz bitten. Bitte? Sie wollen doch gar nicht mit mir tanzen. Oh, gewiss nicht. Ich möchte nur nicht, dass es einen Skandal gibt. Die Bundesregierung versucht, eine Aufführung bei den Filmfestspielen in Venedig zu verhindern. Der Film schadet dem Ansehen Deutschlands. Dass der Mörder von Rosemarie Nitribitt am Ende nie ermittelt wird. Es ist wohl der eigentliche Skandal dieses so ungewöhnlichen Falls. Unser nächster Fall. In den 60er Jahren erschüttert ein junger Mann mit seinen Verbrechen die Gesellschaft. Es ist eine Zeit des Wandels in Westdeutschland. Das Wirtschaftswunder, Werte und Konventionen werden hinterfragt. Auch die Vorstellungen von Familie und Erziehung ändern sich. Noch sind körperliche Züchtigungen Alltag, zu Hause und in der Schule. Doch zunehmend gibt es Zweifel, was das mit den Kindern macht. Noch gibt es keine klare Altersgrenze, bei der die Erziehung mit der Hand beendet werden muss. Laut Minister liegt sie bei 10 bis 12 Jahren. Ist wirklich jeder 13-Jährige erwachsen genug, um ohne Schläge davon zu kommen? Ende der 60er Jahre sorgt der Kirmesmörder für Aufsehen und befeuert die Debatte um die richtige Erziehung wie kein anderer Kriminalfall. Im Fokus steht ein Täter, der immer wieder auf Volksfesten Kinder anspricht. 4 Jungen nimmt er mit und tötet sie auf grausame Weise. Es ist der Serienmörder Jürgen Bartsch. Serienmorde oder Sexualmorde insbesondere, Sexualmorde waren in den 60er Jahren und 70er Jahren auch noch sehr viel häufiger als heute. Das ist viel zu wenig bekannt. Wir haben heute ungefähr 20, 22 Sexualmorde im Jahr. Und in den 70er Jahren waren es 4-mal so viel. Und da können Sie schon sehen, auch das sind seltene Ereignisse gewesen. Aber es hat sicher etwas zu tun mit den Erziehungspraktiken von damals und natürlich auch den Geschlechtsrollenstereotypen. Der 18. Juni 1966. In Wuppertal trifft der 14-jährige Peter Friese zufällig auf Jürgen Bartsch. Was er nicht weiß, sein neuer Bekannter hat bereits 4 Jungen getötet. Bartsch führt den Jungen in einen alten Luftschutzbunker. Es riecht seltsam. Jürgen Bartsch behauptet, es lägen Tote aus dem Weltkrieg in dem Stollen. Peter Friese hält es für ein Abenteuer und hegt keinen Argwohn. Wo wir in der Höhle drin waren, da hatten sie sich aber mal total verändert. Da war ich sehr erstaunt, er ist so freundlich und jetzt auf einmal die Drohungen und die Prügelei da drin, also hatten sie ja gewaltig geändert. Bartsch ist 5 Jahre älter und stärker. Schnell überwältigt er sein Opfer. Er fesselt Hände und Füße und stellt dann überrascht fest, dass es spät geworden ist. Er muss nach Hause zum Abendessen. Danach will er wiederkommen. Was dann geschehen wird, lässt er offen. Jürgen Bartsch verlässt die Höhle. Peter Friese bleibt gefesselt zurück. Eine Kerze brannte und er hatte Gott sei Dank hatte Streichhölzer da gelassen. Dann habe ich versucht, die Fesseln durchzubrennen. Ist mir erstmal misslungen, ist die Kerze ausgegangen. Ja, und dann versuchen sie, meine Kerze wieder anzumachen. Hände gefesselt, die Beine noch gefesselt. Ja, es hat aber geklappt. Zumindest die Beine kann Peter Friese befreien. Er flüchtet aus der Höhle und meldet sich bei der Polizei. Friese ist gerettet. Zwar kennt er nicht den Namen des Täters, doch Anwohner haben schnell Jürgen Bartsch in Verdacht. Einen Metzgersohn, von dem bekannt ist, dass er bereits einmal einen Nachbarsjungen gequält hat. Die Polizei durchsucht den alten Luftschutzbunker und macht einen grausigen Fund. Leichenteile. Es sind die Überreste von 4 teils seit Jahren vermissten Jungen. Klaus Jung, 8 Jahre. Peter Fuchs, 13 Jahre. Ulrich Kahlweiß, 12 Jahre. Und Manfred Grasmann,
11 Jahre. Bartsch hat alle 4 Kinder entführt, sexuell missbraucht und zu Tode gequält. Nur durch Zufall bleibt Peter Frese von einem schrecklichen Tod verschont. Ob er traumatisiert ist, in den 60ern, kein Thema. Bei mir, zu meiner Zeit, Kripo, das Einzige. Kam kein Psychiater oder was und hat einen betreut, nix. Da hatte ich mir auch gesagt, ja, kann man sehen. Früher wurde sie wieder alleine gelassen und heute kommen sie sofort und werden betreut. Die ganze Aufmerksamkeit gilt dem Täter. Der Fall ist ein Medienspektakel. Jürgen Bartsch wird in der Presse als Bestie bezeichnet. Dass ein Mensch solche sadistischen Morde begeht, verunsichert zutiefst. Die Gräueltaten des Weltkriegs sind noch nicht lange her. Doch diese Taten eines jungen Mannes erschüttern eine ganze Generation. Die Stimmung in der Bevölkerung wirkt sich auch auf den Prozess aus. Die Richter standen unter massivstem Druck, auch von der Presse, von der Boulevardpresse. Die Bevölkerung rief nach einem strengen, harten Urteil. Es gab auch Befürworter der Todesstrafe. Die Befürworter der Todesstrafe hatten wieder Aufwind zu der Zeit. Also die Mehrheit der Bevölkerung wollte wieder hinrichten. Es wird im Fall Bartsch 2 Prozesse geben und 2 Urteile. Sie spiegeln eine Gesellschaft in einer Umbruchphase. Im ersten Prozess spielt es für die Richter keine Rolle, dass Jürgen Bartsch als Jugendlicher mordete. Auch die Kindheitsgeschichte interessiert das Gericht nicht. Jürgen Bartsch wird wie ein voll zurechnungsfähiger Erwachsener behandelt und bekommt lebenslänglich Zuchthaus. Dem Gesetz und dem Ruf nach Sühne und Vergeltung ist Genüge getan. Der Mörder, der auf bestialische Weise 4 Knaben das Leben nahm, wird nach diesem Urteil, das erwartet wurde, keinen Tag seines eigenen Lebens mehr in Freiheit verbringen. Und das ist gut so. Verteidiger Rolf Bossi legt Revision beim Bundesgerichtshof ein. Mit Erfolg. Der Fall wird vor der Jugendkammer des Düsseldorfer Landgerichts neu verhandelt. Das erste Urteil war eigentlich eins aus dem 19. Jahrhundert und das zweite ist dann eins aus dem 20. Jahrhundert. Und ich glaube, das verdeutlicht ganz schön, was da wirklich aufeinander getroffen ist. Ja, dass man im ersten Bartsch-Urteil das Höchstmaß erkannt hat und man hat ihn nicht für jugendlich erklärt. Also genau diese Elemente halt ausgenutzt, um ihn möglichst stark zu bestrafen. Doch jetzt wird thematisiert, dass Bartsch die ersten Monate seines Lebens im Krankenhaus verbrachte. Die Mutter ist verstorben, der Vater unbekannt. Die Schwestern auf der Station kümmern sich um ihn, wenn sie Zeit haben. Wir kommen als Nesthocker auf die Welt. Wir sind für unser eigenes Überleben und auch für die emotionale Ausreifung angewiesen auf Nähe, auf Zuwendung, auf absolut verlässliche Zuwendung. Bartsch erzählt einem Psychiater ausführlich aus seinem Leben. Der nimmt die Gespräche auf Band auf. Bartsch wird als Kleinkind adoptiert. Doch die Eltern betreiben mehrere Metzgereifilialen und haben kaum Zeit für ihren Jungen. Meine Eltern haben nicht ein einziges Mal mit mir gespielt, obwohl sie mich natürlich mit Spielsachen vollgestopft haben aus der anderen Seite. Ich habe meine Steiftiere gehabt, mein eigenes Radio gehabt und sonst noch allerlei Spielzeug. Aber glauben Sie nicht, dass meine Eltern auch nur ein einziges Mal, ob das ein Feiertag war oder sonst irgendwann mal, mit mir gespielt hätten. Jürgen Bartsch wird in der Schule gemobbt und von Klassenkameraden verprügelt. Die Adoptiveltern stecken ihn in ein katholisches Jungeninternat. Im Kloster Marienhausen herrscht militärischer Drill vor. Bartsch ist ein schwacher Schüler, muss immer wieder nachsitzen. Es ist eine autoritäre Erziehung, die hier von den Patern praktiziert wird. Die Jungen sollen gehorchen und funktionieren. Wer sich nicht einfügt, wird bestraft. Prügel ist an der Tagesordnung. Mitschüler von Jürgen Bartsch berichten später ebenfalls von brutalen Züchtigungen. Es war also total verboten, zum Beispiel Radio, was ich vorhin schon sagte, Radios mitzuhaben. Und ich hatte also ein ganz, ganz kleines Taschenradio.
heimlich mit reingeschmuggelt in das Internat und wurde dafür also so fürchterlich verprügelt. Das war also nur ein Teil von dem und so ging es eigentlich jeden Tag. Die Jungen sind den Launen ihrer Erzieher ausgeliefert. Wie andere Mitschüler auch, berichtet Jürgen Bartsch von sexuellem Missbrauch durch einen Pater. Erst später werden Psychologen erkennen, dass sadistische Mörder oft ähnliche Erlebnisse in der Kindheit hatten. Dass sie sich wie Jürgen Bartsch häufig hilflos und ohnmächtig fühlten. Die Opferposition, das Ohnmachtserleben, was sie selber früher hatten und aus dem sie nicht rauskamen, verknüpft sich in der Pubertät mit einer sexuellen Fantasie in eine lustvolle Fantasie. Und damit drehen sie, weil sie selber sozusagen zum Täter werden, ihre Ohnmachtserfahrung in Macht. Und die eigene Ohnmachtserfahrung wird jetzt das Opfer stellvertretend für sie erleben. Also da gibt es durchaus Zusammenhänge. Bei Jürgen Bartsch wird das in einem zweiten Prozess berücksichtigt. Am Ende bekommt er 10 Jahre Jugendhaft mit anschließender Unterbringung in einer Psychiatrie. In der westdeutschen Justiz hat ein Umdenken begonnen. Eine Wandlung, die auch der Reporter nachvollzieht, der vor 4 Jahren noch das erste Urteil gelobt hatte. Wir dürfen uns sicher nicht damit abfinden, Jürgen Bartsch, der übrigens der Verhandlung bleich und blass, aber doch sehr aufmerksam folgt, zu verdammen. Wir müssen gerade in einem solchen außerordentlichen Fall viel mehr Klarheit über die Ursachen des Verbrechens gewinnen, damit unsere Gesellschaft nicht immer wieder von Neuem Kindermörder hervorbringt. Doch es stellt sich die Frage, ob Bartsch geheilt werden kann. Mediziner vermuten, dass eine Kastration den Trieb dämpfen kann. Bartsch sieht eine Operation als einzige Chance, jemals wieder in Freiheit zu kommen. Doch er stirbt auf dem OP-Tisch an einem Behandlungsfehler. Seine ungewöhnliche Geschichte prägt die Strafjustiz. Die Frage bei sehr außergewöhnlichen Delikten, was bringt einen Menschen dazu, wie ist sein Hintergrund, warum läuft da in dieser Weise etwas so fehl, das hat sehr viel mehr Eingang gefunden in das Strafrecht und führt natürlich zu einer stärkeren Berücksichtigung des Straftäters als menschliches Individuum. Der Fall Jürgen Bartsch. Er hat etwas verändert in der westdeutschen Justiz. In den 70er Jahren bringt ein Student den Staat in Bedrängnis, als Täter und Opfer. Es ist eine Zeit, in der der Staat angegriffen wird und zurückschlägt. Die 70er Jahre stehen in der westdeutschen Geschichte für die Konfrontation mit linkem Terrorismus. Bombenpolitik in der Bundesrepublik. Eine neue Form der politischen Auseinandersetzung schreckte in diesen Wochen Millionen Bundesbürger. Das Bombenattentat gegen das Springer-Hochhaus in Hamburg war Auftakt einer Serie von Sprengstoffanschlägen und Attentatsdrohungen. Tote und Verletzte beschleunigten den Prozess der politischen Polarisierung in der Bundesrepublik. Also für uns war das neu und wir mussten uns einrichten und wir sind nicht frei von Übertreibungen gewesen. Also auch, sage ich mal ganz hart, von Rechtsstaatsverstößen. Wie weit der Staat bereit ist zu gehen, das zeigt der Fall Ulrich Schmücker. 5. Juni 1974, kurz nach Mitternacht im Berliner Grunewald. Amerikanische Soldaten streifen bei einem Manöver durchs Gelände. Dabei stoßen sie durch Zufall auf einen schwer verletzten jungen Mann. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Der Verletzte stirbt an Ort und Stelle. Es ist der Student Ulrich Schmücker, V-Mann des Berliner Verfassungsschutzes und Mitglied einer Terrorgruppe. Er stirbt durch einen Kopfschuss. Angeklagt werden ehemalige Gesinnungsgenossen von ihm. Vor der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts begann heute der Prozess um den Mord an dem 22-jährigen Ulrich Schmücker. Für das Verfahren sind 15 Verhandlungstage angesetzt. Doch es sollten 591 Tage werden. 15 Jahre wird verhandelt, in 4 Gerichtsverfahren.
Es ist der längste Strafprozess der Bundesrepublik Deutschland. Der Fall Schmücker ist eine Schande für den Rechtsstaat. Dass in vier Verfahren, vier Gerichtsverfahren, sehr langen Verfahren, nicht geklärt werden konnte, wer hat Schmücker getötet? Waren es die eigenen Gesinnungsgenossen oder war es gar der Verfassungsschutz, einige Leute aus dem Verfassungsschutz? Das ist nicht klar geworden, bis heute nicht. Seit 1961 ist Berlin eine geteilte Stadt. Es ist die Zeit des Kalten Krieges zwischen Ost und West. Während ein Großteil der Bürger Angst vor dem kommunistischen Feind hat, bilden sich linke Terrorgruppen, die gegen den kapitalistischen westdeutschen Staat ankämpfen. Die Leute müssen sich darüber im Klaren sein, dass man so keine Revolution machen kann. Ja. Das sind Geisteskranke, nicht wahr? Den Massen geht es erträglich gut und die Masse geht nicht auf der Straße wegen so ein paar Idioten. Das ist meine Meinung. Aufhänger. Wenn definitiv feststeht, dass diese Menschen einen Mord begangen haben, dann finde ich, gehören sie an die Wand gestellt. Ulrich Schmücker fühlt sich zur Terrorszene hingezogen. Der Student, geboren in Rheinland-Pfalz, zieht 1971 nach Berlin-Kreuzberg. Hier eine der wenigen Aufnahmen, auf denen er zu sehen ist. Schmücker zieht in eine Wohngemeinschaft und begeistert sich schnell für die radikale Linke. Er wird Stammgast in der berüchtigten Szene-Kneipe Tarantel. Ein Treffpunkt von linken Terroristen der Bewegung 2. Juni. Schmücker schließt sich der Gruppe an. Die westdeutschen Sicherheitsbehörden wollen unbedingt erfahren, was diese gewaltbereiten jungen Leute planen. Doch bisher gibt es keine Informanten in der Szene. Die Bundesregierung ist besorgt und verlangt Aufklärung von den Geheimdiensten. Auf die Sicherheitsbehörden wurde großer Druck ausgeübt. Ich habe das ja im Innenministerium miterlebt. Wir hatten dann Lagebesprechungen. In der Tat wurde dann immer gefragt, gibt es was Neues? Wie kommen wir an die Leute ran? Die Geheimdienste rüsten auf. Nicht nur technisch und personell. Die Verfassungsschützer brauchen V-Leute aus der Szene. Und sie sind bereit, dafür weit zu gehen. In einem internen Schreiben an den damaligen Innenminister Genscher heißt es, man müsse auch zu unorthodoxen Maßnahmen greifen. Und für die politische Deckung reiche auch ein Augenzwinkern. Ein Papier, das zeigt, wie verzweifelt die Verfassungsschützer sind. Es gab 1972 keinen Zugang mehr zu dem schwersten, wenn man so will, terroristischen Gegner, den man zu beobachten hatte. Dann kommt der 7. Mai 1972. In einem Auto übernachten am Straßenrand Ulrich Schmücker und drei weitere Terroristen. Sie sind auf dem Weg von Berlin nach Bonn. Sie wollen kurz schlafen und dann weiterfahren. Doch zufällig kommt eine Polizeistreife vorbei. Die Beamten beschließen, das Fahrzeug zu kontrollieren. Nichts scheint ungewöhnlich. Alle können sich ausweisen. Am Ende wollen die Polizisten sich auch den Inhalt des Kofferraums anschauen. Die jungen Leute werden unruhig. Umso mehr bestehen die Beamten auf einer Kontrolle. Und sie entdecken, warum die Gruppe so nervös ist. Im Heck des Fahrzeugs liegt ein Sprengsatz. Die vier Terroristen wollten ihn am folgenden Tag in Bonn zur Explosion bringen. Ein Erfolg für die Polizei und eine Chance für den Verfassungsschutz, der die vier Häftlinge schon bald im Gefängnis aufsuchen wird. Ich denke, dass die Person Ulrich Schmücker, wenn man wirklich sehr sensibel sich mit diesem jungen Studenten befasst hätte, dann hätte man zu dem Ergebnis kommen müssen, dass es nicht zu verantworten war, einen solchen labilen jungen Studenten in eine solche nachrichtendienstliche, schwierige Situation hineinzubringen. Denn auch Schmücker wird in der Untersuchungshaft angesprochen. Schnell ist dem Mann vom Verfassungsschutz klar, dass der Student sehr unter der Untersuchungshaft leidet. Daher macht er diesem ein attraktives Angebot.
Schmücker soll auspacken und als V-Mann aus der Szene berichten. Dafür werde man seine Haftzeit verkürzen, ihn schützen und finanziell unterstützen. Schmücker lässt sich auf den Deal ein und kommt bald wieder frei. Er arbeitet nun für den Westberliner Verfassungsschutz und er lässt die alten Kontakte wieder aufleben. Er hat seine Genossen ans Messer geliefert, hat Dinge über sie ausgeplaudert, die er nicht ausplaudern durfte. Zusammenarbeit mit Verfassungsorganen, Regierungsorganen galt in linksextremen Kreisen damals als Hochverrat. Schmücker ist hin und her gerissen. Er will kein Verräter sein. Und er glaubt dem Verfassungsschutz nichts Wichtiges verraten zu haben. So gesteht er seinen Freunden die Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst. Am 5. Juni 1974 wird der Student erschossen. Schnell ist offiziell von einem Fememord die Rede. Schmücker sei von den eigenen Kameraden hingerichtet worden. Es ist die Version, die der Verfassungsschutz forciert, um eigene Verwicklungen in das Verbrechen zu vertuschen. Denn die Mordwaffe wurde kurz nach der Tat von einem V-Mann an einen Verfassungsschützer übergeben. Die Behörde lässt die Pistole, mit der Schmücker erschossen wurde, später einfach verschwinden. Man muss doch fragen, wer hatte denn ein Interesse an der Vertuschung? Nicht? Die Waffe lag in einem Tresor, wurde nicht zum Gegenstand von Ermittlungen. Und es haben offenbar auch Staatsanwälte das Spiel mitgespielt. Wer hatte ein Interesse, die Aufklärung zu verhindern? Die Antwort ist eben nicht nur die eigenen Gesinnungsgenossen, die einen Verräter möglicherweise liquidiert haben, sondern auch die Behörde, die Herrn Schmücker angeheuert hat. Ein Gericht erklärt 15 Jahre nach dem Mord, dass wegen der vielen Manipulationen des Verfassungsschutzes nicht mehr geklärt werden kann, wer Ulrich Schmücker tötete. Das Gericht sagt, wir haben seit mehr als 10 Jahren so viele evidente Fehler hier, so viele Einflussnahmen durch den Staat, die illegal waren, dass es unmöglich ist, diesen Fall aufzuklären. Und es gibt nur eine Antwort: Verfahrensbeendigung. Also eine ganz ungewöhnliche Maßnahme, die sehr selten in der deutschen Justiz vorkommt. Das Gericht beendet damit den Fall Ulrich Schmücker. Es dürfte einer der größten Geheimdienstskandale Westdeutschlands gewesen sein. Schüsse im Gerichtssaal machen eine Frau berühmt, Marianne Bachmeier. Was ist die gerechte Strafe für eine Mutter, die den mutmaßlichen Mörder ihres Kindes tötet? Darum geht es Anfang der 80er Jahre in einem aufsehenerregenden Kriminalfall. 6. März 1981. Im Landgericht Lübeck wird gegen einen Mann verhandelt, der ein Mädchen getötet haben soll. Die Mutter des Kindes zieht eine Pistole und schießt auf den Angeklagten Klaus Grabowski. In Lübeck hat heute eine Mutter im Gerichtssaal Selbstjustiz geübt. Sie erschoss den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter. Klaus Grabowski stirbt an Ort und Stelle. Marianne Bachmeier lässt sich widerstandslos festnehmen. Sie sah aus, als ob sie etwas erledigt hat. Und war nicht mehr aktiv, sondern ließ alles mit sich geschehen. 7-mal schießt Marianne Bachmeier auf den Angeklagten. 6 Schüsse treffen seine Brust. Marianne Bachmeier wird berühmt als die Mutter, die den Mord an ihrem Kind gerächt hat. Sie macht einen Eindruck, dass sie mit sich im Reinen ist, dass sie überzeugt ist davon, das Richtige getan zu haben, dass sie nicht im Affekt gehandelt hat, sondern das Ganze geplant hat und zufrieden ist mit dem Ergebnis. Sie hat ihr Ziel erreicht. Eine Tat, die großen Zuspruch findet. Freispruch für diese Frau. Natürlich. Einmalig. Vielleicht, das darf nicht sein, aber... Ich würde es auch machen. Mein Mann täte es auch. Und würden Sie auch die Strafe, die dann auf Sie wartet, auf sich nehmen?
Wieso? Das wäre eine Schweinerei, dass sie noch eine Strafe kriegt. Das will ich Ihnen ehrlich sagen. Ich würde ihm zerhacken, wenn ich ihm zu fassen gekriegt hätte. Genau. Ich persönlich hätte ihn noch zerstückelt. Nicht nur erschossen, denn wenn sie das nicht gemacht hätte, angenommen, ja, dann wäre er ins Hotel gekommen auf Lebenszeit oder auf 10 Jahre. Er hat Radio, hat Fernsehen gehabt, hat alles da gehabt. Die Frau hat es richtig gemacht. Ich hätte ihn noch zerstückelt. Noch dabei. Ich glaube, dass der Fall Bachmeier, obwohl er ja nun sehr lange zurückliegt, immer wieder Thema ist, liegt daran, dass mit dieser Selbstjustiz von Frau Bachmeier ein Mythos der bis zum Tode kämpfenden Mutter illustriert wird. Bachmeiers Tochter Anna geht am Morgen des 5. Mai 1980 zum Spielen auf die Straße. Eigentlich sollte die 7-Jährige zu dieser Zeit in der Schule sein. Stattdessen trifft sie auf Klaus Grabowski, vorbestraft wegen des Missbrauchs von 2 Mädchen. Er gesteht, Anna erdrosselt zu haben. Als die Mutter vom Tod ihres Kindes erfährt, verweigert sie jeden Kontakt mit der Polizei. Die wollte nicht mit uns sprechen, ist nicht zu uns gekommen, hat das abgelehnt, dass wir sie besuchen, befragen. Das war ungewöhnlich. November 1982, Landgericht Lübeck. In der Strafsache Marianne Bachmeier bitte wieder eintreten. Es ist einer der spektakulärsten Prozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Eine attraktive Angeklagte, die selbstbewusst auftritt und der zu diesem Zeitpunkt viele Sympathien gehören. Da gab es ja Schlagzeilen über Schlagzeilen, die eigentlich sich nicht mit der Sache befassten, sondern mehr mit solchen Äußerlichkeiten wie der Täterin und ihrer Verteidigerin und was hat sie an, welche Kleidung trägt sie, wie sieht sie an dem Tag aus, und all diese Dinge spielten eine Riesenrolle. Doch die öffentliche Meinung wandelt sich. Je mehr über Marianne Bachmeier bekannt wird, desto mehr distanzieren sich die Menschen von ihr. Der Fall Bachmeier steht auch für den Einfluss, den Medien nehmen können in das Prozessgeschehen. Das Gericht hat natürlich Probleme, den Prozess zu führen, denn die Zeugen sind beeinflusst. Viele Zeugen haben schon vorher ausgesagt gegenüber den Medien. Das Ziel eines Strafverfahrens, dass man unmittelbar aus der Hauptverhandlung dann ein Urteil fällt und dass die Hauptverhandlung nicht getrübt ist von irgendwelchen Störeinflüssen, das ist natürlich nicht mehr gegeben. Das ist verfehltes Ziel. Die Presse findet heraus, dass Anna kein Einzelkind war. Marianne Bachmeier, die früh Mutter wurde, hatte vor Anna 2 Kinder, die sie an Pflegeeltern abgegeben hat. Außerdem wird bekannt, dass Anna am Tag ihrer Ermordung eigentlich in der Schule sein sollte. Die Mutter verschläft aber und lässt die Tochter zum Spielen auf die Straße. Das hatte natürlich zur Folge in der Presse. Plötzlich war sie nicht mehr die Rachemutter, sondern sie war die Rabenmutter, die ja ihre beiden Kinder schon abgegeben hat. Und das passte ja so überhaupt nicht zusammen. Und da wendete sich natürlich das Blatt. Hallo Mama! Na, wie gefalle ich euch? Mhm. Gleich kommt Horst. Und du hast noch nichts gekocht. Doch. Das vorherrschende Familienbild ist nach wie vor konservativ. Zumindest in der Werbung hat sich das Idealbild der Frau am Herd wenig verändert. Trotz Studentenrevolte und Frauenbewegung. Mhm, riecht gut. Was gibt's denn? Dein Leibgericht. Serbische Bohnensuppe. Ich heirate auch meine Frau, die kochen kann. Bachmeier entspricht nicht mehr dem Idealbild einer fürsorglichen Mutter. Sie versucht selbst Einfluss zu nehmen auf ihr Image in der Öffentlichkeit und schildert ihre Geschichte in der Zeitschrift Stern. Gegen Geld. Am 3. März 1983 wird in Lübeck das Urteil über Marianne Bachmeier gesprochen. Alles scheint möglich. Freispruch, mehrjährige Haftstrafe oder sogar lebenslänglich. Der Richterspruch ist ein Paukenschlag. 6 Jahre Haft wegen Totschlags. Ich hatte
ganz sicher mit einer Verurteilung wegen Mordes gerechnet. Aber es war ja nur eine Verurteilung wegen Totschlags ausgesprochen worden. Das konnte ich damals nicht verstehen und kann es auch heute nicht verstehen. Viele, die einst den mutmaßlichen Täter lynchen wollten, verstehen das Urteil plötzlich nicht mehr und halten die Strafe für zu gering. Freibrief für Mord. Doch viel zu wenig. Das ist, verstehe ich nicht beim Mord, dass man so ein kleines Urteil nur abgibt. Marianne Bachmeier wird wegen Totschlags verurteilt, weil sie nach Überzeugung der Richter ihre Tat nicht geplant, sondern im Affekt gehandelt hat. Der Anlass? Klaus Grabowskis Aussage, die 7-jährige Anna habe ihn verführt. Sie hat eigentlich auf ihn geschossen, um zu verhindern, dass er ihre Tochter weiter in den Schmutz zieht. Marianne Bachmeier geht in die westdeutsche Kriminalgeschichte ein, als die Frau, die den Mord an ihrem Kind rächte. Und sie selbst hat diesen Mythos nach ihrer Haft weiter befeuert. Als ich zum Beispiel erfuhr, dass er tot war, das hat mich erleichtert. Das hat mich erleichtert. Ich konnte auf einmal wieder atmen. Das ist schon so. Und wenn Sie sagen, weil als Juliane gerade gefragt hat, jetzt tut es Ihnen leid, die Tatsache, dass da ein Mensch gestorben ist, können Sie das jetzt loslösen von der Tatsache, was er getan hat? Ich löse das nicht los. Es tut mir leid, dass das geschehen ist. Dass es geschehen ist. Aber dass er tot ist oder zum Beispiel ihm verzeihen, dass er meine Tochter umgebracht hat, das würde ich nie. Mit 46 Jahren stirbt Marianne Bachmeier an Krebs. Auf ihren Wunsch hin wird sie im Grab ihrer Tochter beigesetzt. Frau Bachmeier ist eine Frau, die auch mit dem Thema ihrer eigenen Mutterschaft sozusagen ein komplexes Thema hat und ein vielschichtiges Thema. Und das kann schon ein Motiv mit sein, durch diese Tat auch zu zeigen, ich bin eben im Herzen doch eine Mutter, die bereit ist, für ihr Kind zu töten. Marianne Bachmeier. Ihre Tat ist wohl nicht zu verstehen ohne ihre ungewöhnliche persönliche Geschichte. Es ist etwas, was sie mit anderen Tätern verbindet, die mit ihren Verbrechen für Aufsehen sorgten. Menschen mit sehr schweren Straftaten sind auch selber Schicksalsträger. Und das meine ich gar nicht verharmlosend, aber sie sind Schicksalsträger. Es sind Geschichten von Leben und Tod. Fälle, die uns berühren und die das Land verändert haben. Auch die Justiz. Ja, die Rechtsprechung ist natürlich dem Zeitgeist unterworfen, wie wir alle. Man könnte vielleicht auch etwas ketzerisch sagen, dass der Zeitgeist ganz zuletzt auch bei der Justiz ankommt. Es sind Verbrechen, die Westdeutschland geprägt haben. Mord, Totschlag, versuchter Mord, das hat es schon immer gegeben in der Geschichte. Aber wie man damit umgegangen ist, wie man das aufbereitet hat, wie die Öffentlichkeit damit umgegangen ist, das ist schon immer sehr charakteristisch für die jeweilige Zeit. 4 Jahrzehnte, 4 Kriminalfälle. Geschichten, die die Menschen in Westdeutschland bewegten und die bis heute unvergessen sind.